Du hast ja einen wilden Kerl dabei. Ja, das stimmt. Den Nick, den wir natürlich auch noch treffen werden. Hallo, ich bin der Nick. Guten Tag. Ja. Wieso bist du eigentlich ausgerechnet Schauspielerin geworden? Ja, das ist schwer zu sagen. Also, es ist einfach so gekommen. Ich habe mal mit meiner Mutter war ich unterwegs und dann haben wir eine Leiterin von einer Agentur getroffen und mit der haben wir uns dann halt unterhalten und sind wir halt auf das Thema gekommen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, wir können ja gerne mal vorbeikommen oder so. Und dann sind wir halt gekommen, haben eine Setkarte gemacht und dann kam das halt alles. Also warst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Kann man so sagen. Und es ist nicht dein erster Film? Nee, ich habe letztes Jahr schon einen Film gedreht, der ist Tack und Kaninchen. Kommt jetzt auch gerade im Fernsehen, das passt also alles ganz gut zusammen. Mhm. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Ach, das weiß ich eigentlich noch gar nicht so genau. Ich will auf jeden Fall Schauspielerei weitermachen. Als Hauptberuf? Nee, nicht als Hauptberuf. Also was ich jetzt konkret... Das sagen bestimmt immer deine Eltern, oder? Nee, die sagen, das kommt von bewahr dir das als Hobby. Nein, nein, das kommt von mir. Halt, wie es sich ergibt, das und weiß ich noch nicht was magst du als Hauptberuf genau. machen? Das weiß ich auch noch nicht. Aber... Lass dich überraschen. Genau. Nein, also was, entweder, ich weiß nicht, Ärztin oder Meeresbiologin oder Physikerin. Also ich wollte auch mal ein Tiefseetaucher werden. Das passt ganz gut. Ja, ich finde das auch sehr interessant. Aber ja. Damit jetzt nichts passiert, damit die Leonie keinen Zeitdruck bekommt, hören wir am besten auf zu quatschen. Okay. Ich sage schon mal vielen Dank und ja, viel Spaß gerne. Noch beim Drehen. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich endlich den Nick abpassen können. Nick und ich sind ja alte Bekannte, also ich bin mehr der Alt, du bist mehr der Bekannte. Backstage bei den Jetix Kids Awards 2006 treffe ich hier gerade Nick von den wilden Kerlen und einen anderen wilden Kerl, nämlich Izzy. Hi. Hello man, how you doing? You alright? Thanks, I'm fine. And you? Oh, awesome. Me and my friend Nick just grabbing a bite to eat here. Okay, wir haben gerade ausgetauscht, dass es uns beiden gut geht, dass hier Freundschaften geschlossen werden, nämlich zwischen Nick und Izzy. Grüß dich. Hi, na wie geht's? Mir ganz gut und dir? Passt. Du kennst Nick natürlich als wilden Kerl und von unseren Jetix Awards. Nick, wie ist denn dein Gitarrespiel zurzeit so? Ich habe zurzeit keine Zeit zu üben wegen dem Film, aber ganz okay. Also ich erinnere mich immer wieder gern an sein Highway to Hell. Weißt du noch? Hatte ich da einen Plektrum? Nein. Das ist ein Plektrum gesucht, glaube ich noch. Stimmt, aber hatten wir keins. Wer bist denn du eigentlich? Wir kennen es noch nicht. Also ich bin Javidan und einer von den Forschungskrokodilen. Erzähl mal ein bisschen was von deiner Rolle. Also der Hannes, der macht eben diese Mutprobe auf diesem Dach, da. Er ist eigentlich ein ziemlich gut erzogener Typ, auch cool, gut aussehend. Hab ihn! Cool. Was hast du mit ihm gemeinsam? Gemeinsam, wir sind eigentlich beide ziemlich... Ich sag mal, offen für andere und wollen auch halt einfach, dass die Eltern oder er zum Beispiel will nicht, dass seine Mutter ihn immer so, nur weil er behindert ist, ihm immer alles Ruhe, abnimmt bitte und so. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz leise sein, weil da... Meine Rolle ist Jorgo und also, der ist ein ganz cooler Typ und gut aussehend und... Jo. Jetzt muss man schon wieder leise sein. Hallo Nick, hier guckt Tim Team. Nick, willst du jetzt Kameramann werden? Klar. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Die auch Schauspieler werden auf jeden Fall. Du bist ja schon alter Hase im Filmgeschäft. Wie sieht es mit Musik aus? Ich will kein Jimmy Blue werden. Aber wir hatten doch schon einen Hammer-Auftritt zusammen, weißt du noch? Ja, das war Playback. Geheimnis. Spiel ab, mach mich schlapp, steil, vor, mit Zug zum Tor. Haken rechts, Haken links, Pass zur Flanke, klar, das bringt's. Wir wollen Fußball spielen. Wir wollen Fußball spielen. Wir wollen Fußball spielen. Du kannst dich auch selber erwerben, gucken. Und wo stellt man schon? So. Wenn du jetzt hier drauf drückst, kannst du noch aufnehmen dabei. Hallo, ich bin der Nick. Guten Tag. Offensichtlich übt Nick für seine zweite Karriere als Kameramann. Dabei ist er schon Musiker, Schauspieler. Wow. Jetzt wird weiter gedreht, deswegen sage ich Ciao. Nix TV, Alter. Alter, wir sehen uns wieder und du bist dann sicher wieder dabei. Hallo, servus. Das ist der Christian. Christian ist der Regisseur des Films. Du bist also schuld an allem. Jo, ja, so sagen es die Kinder bestimmt, unsere Darsteller. Ja. Ich finde ganz toll, wie du mit den Kids arbeitest. Habe ich ein bisschen so über die Schultern geguckt. Ja. Wie ist denn der Arbeitsalltag so?
Der Arbeitsalltag ist, wir kommen morgens alle ans Set und dann wird erstmal gefrühstückt und dann machen wir eine Stellprobe, wo wir die ganze Szene einmal durchsprechen und einmal proben und jeder seine Position kennenlernt. Nick, der erste Verzögerung war gut, der zweite war ein Tucken zu lang, aber nur so eine halbe Sekunde, also ein bisschen kürzer. Ja? So, und du brauchst eine neue Position, weil du warst jetzt nicht im Bild. Dann kapiert das Team, okay, hier kommen die Kameras hin, hier kommen die Mikrofone hin, hier kommen die Lampen hin. Dann gehen alle Kinder in Maske und Kostüm. Das heißt, sie bekommen die Klamotten angezogen, die sie im Film tragen, werden gegebenenfalls geschminkt, kriegen ihre Frisuren gemacht. Und wenn die dann da wieder rauskommen, das ist so nach einer halben Stunde ungefähr, dann drehen wir das. Also du merkst, es gibt sehr, sehr viel zu tun, bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen. Du bist der Regisseur. Wieso ausgerechnet für einen Kinder- und Jugendfilm? Oh, ich habe früher als Jugendlicher immer Kinder- und Jugendfilme geliebt. E.T. war mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe die Forscherkrokodile damals auch in der Schule gelesen als Buch und fand das irrsinnig spannend. Und als mir das jetzt angeboten wurde, habe ich gedacht, ja, geile Geschichte. Und ich finde, dass gerade bei Kinderfilmen hat man die Chance, Geschichten zu erzählen, die A, fesselnd spannend sind, B, aber auch zum Träumen anregen und wo man dann halt sagen kann, okay, dann hat man wirklich was erlebt, wenn man aus dem Kino kommt. Wie wird man Regisseur? Also ich kenne das vom Theater so, da gibt es Regisseure, die sind immer die Chefs von allem, sind meistens relativ schlecht gelaunt, oft relativ schlecht gelaunt. Ja. Du bist richtig gut drauf. Ja, bei den Kindern muss man auch gut drauf sein. Die sind, macht eine Menge Spaß, das zu drehen und ich kenne jetzt nicht so viele Theaterregisseure, aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Wir drehen jetzt 3 Monate an einem Film, dass man eine gute Stimmung im Team hat und dass es auch Spaß macht. Weil Schauspielen kommt ja von Spielen. Spielen muss Spaß machen, wenn es gut werden soll. Und wenn die Zuschauer auch Spaß haben sollen, dann ist der Spaß an der Arbeit sehr wichtig. Wir haben für jedes Kind bestimmt 100 Kinder gecastet, für jede Rolle. Und selbst diejenigen, die wenig Erfahrung haben, haben dafür ein entsprechend großes Talent, dass im Endeffekt alle wirklich eine homogene Gruppe bilden und alle sehr gut sind. Würdest du sagen, für alle Zuschauer, die vielleicht auch Schauspieler werden wollen, man muss auf eine Schauspielschule gehen oder man lernt das Schwimmen am besten im Wasser? Also ich finde, man lernt das Schwimmen sehr gut im Wasser. Ich bin nicht zu klein. Wir haben halt für die auch, die noch gar nichts gedreht haben, bis jetzt ein Probenwochenende gemacht und haben ein bisschen Coaching gemacht und so. Und wenn das Talent da ist, dann kann man da speziell, wenn man noch jung ist, das auch einfach mal ausprobieren. Jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Ja. Ich glaube, der Christian ist sehr bescheiden. Denn du sagst alles so im Nebensatz, wir haben da so ein Coaching-Wochenende gemacht. Ja. Das ist ja wirklich harte Arbeit. Ja. Krass. Und dann haben wir uns so ein verlängertes Wochenende alle getroffen und haben da viel gespielt und Fußball und Kicker und so, aber eben zwischendurch auch so Schauspielübungen gemacht und sind durch das Buch gegangen, haben über die Rollen gesprochen, schwierige Szenen vorher besprochen, haben auch die erwachsenen Schauspieler hier, Nora Tschirner und Smudo und so weiter, schon mal kennengelernt, damit da ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Man sieht, du schmunzelst und das finde ich ganz wichtig. Man merkt nämlich, du bist mit Herzblut dabei. Ich glaube, anders geht das auch gar nicht bei Kinderfilmen. Ja. Ihr habt ja Kinderbetreuer dabei. Ja. Meiner Meinung nach brauchst du die gar nicht, denn du machst das super allein. Ich habe das beim Joachim schon erlebt, beim Joachim Masanek, das ist der Regisseur und Autor der Wilden Kerle-Bücher und der Papa vom echten Leon und vom echten Marlon. Und da war es ja auch so, dass er mit den Kindern gerne gespielt hat und bei dir hatte ich auch den Eindruck, oder täuscht der? Nö, also das ist immer so, ich meine, klar, also meist ist hier eine gute Stimmung, aber natürlich ist es auch manchmal ein bisschen stressig, wenn irgendwie was nicht klappt und die Zeit rennt weg und es wird dunkel draußen und die Kinderbetreuer sagen, die Kinder müssen jetzt aber heim und ins Bett und so weiter. Das kann schon sein, dass es dann auch mal irgendwie ein bisschen stressiger ist, aber im Prinzip verstehen wir uns alle sehr gut und dafür, dass wir jetzt irgendwie schon 30 Tage miteinander drehen. So lange dauert das, musst du dir mal vorstellen. Ja, ist eigentlich alles wirklich im grünen Bereich, also kann ich mich nicht beschweren. Ich finde es vor allem ganz toll, dass sich Christian noch extra Zeit genommen hat. Wir hatten jetzt einen langen Tag, nämlich? Ja, oh Gott, diese Stundenzahl weiß ich nicht. Ungefähr? Also für die Kinder 3 Stunden Arbeitszeit. Aber für dich ja viel länger. Für mich war es lang, ja. Also 10, 12 Stunden. So 10, 12 Stunden. Und trotzdem nimmst du noch Zeit, mit uns zu reden. Das finde ich ganz toll. Ich sage herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns auf den Film. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Das war leider schon wieder die aktuelle Ausgabe von Tim trifft. Während hinter mir die Dreharbeiten wieder laufen, freue ich mich auf die Vorstadtkrokodile und natürlich auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Tim. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Das war leider schon wieder die aktuelle Ausgabe von Tim trifft. Während hinter mir die Dreharbeiten wieder laufen, freue ich mich auf die Vorstadtkrokodile und auf die nächste Folge. Vor allen Dingen, wenn du dann wieder dabei bist. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Tim.